Servus ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und heiße euch recht herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer neuen Folge von Great Lake. Wir sind wieder hier in unserer wundervollen kleinen amerikanischen Stadt und versuchen die heute ein wenig zu vergrößern. Ich möchte nämlich ganz gerne vielleicht mal versuchen mit den Hochhäusern ein wenig zu beginnen, dass man mal einen Bereich macht, das jetzt nicht unbedingt Downtown sein soll, aber wo halt natürlich vielleicht ein bisschen vermehrt auch die mittlere Dichte und vor allem eben die hohe Dichte verbaut sein soll, dass wir da einfach das ein oder andere Hochhaus stehen haben. Das wird da in der Nähe von dem dritten Bahnhof sein, der ja momentan noch ausgeschaltet ist. Und dort drumherum an dem See möchte ich gerne versuchen, das mal so ein bisschen umzusetzen, liebe Leute. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Dann versuchen wir mal unser Glück hier hinten in diesem Bereich. Da werden wir uns heute ein wenig aufhalten. Wir werden schauen, was wir da machen. Ich gucke gerade nur noch mal so ein bisschen drüber. Wir haben Unfälle in der Stadt. Wir haben hier auch weiterhin sehr viel Verkehr. Aber die Kreuzung hier, die so voll war letztes Mal, die geht gerade aktuell ganz gut. Ja, mal gucken, ob das so bleibt. Ich hoffe es auf jeden Fall, weil ein paar kleine Änderungen, die haben wir ja nochmal vorgenommen. Und ich würde jetzt gerne hingehen und würde hier an dieser Stelle vielleicht mal erstmal etwas mit dem Gelände hier versuchen, was aufzuschütten. Dass man hier unten auf jeden Fall auch nochmal so einen Bereich hat, in dem wir entlang bauen können. Wir haben ja hier dieses Mauerteil, das ist ganz praktisch. Dann gehen wir hier nämlich so ein bisschen hier unten entlang und ebnen das erstmal ein. Weil wir haben hier nämlich natürlich wieder unterschiedliche Höhen und da gucken wir mal, was wir da natürlich draus machen können. Wir können das ja immer Stück für Stück nochmal so ein bisschen erweitern, aber Hauptsache wir haben mal am Wasser direkt so grob hier diesen Bereich. Jetzt muss ich mal kurz gucken, hier nach vorne ist es natürlich da wieder ein bisschen schwierig. Ob wir das machen, weiß ich noch nicht, aber hier für diesen Bereich, glaube ich, ist das schon mal ganz in Ordnung, würde ich mal sagen. Es wäre sehr lieb von euch, wenn ihr hier natürlich eine Bewertung für dieses Video hier da lassen würdet. Und natürlich könnt ihr auch gerne hier den Kanal kostenlos abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt und ihr einfach nichts mehr verpassen möchtet hier von meinen City Skylines 2 Projekten. Ich überlege hier an dieser Stelle gerade mal, dass wir hier vielleicht hier rüber irgendwie verbinden. Wir würden dann halt von der einen Straße zur anderen anschließen. Hätten hier natürlich die Möglichkeit, das ein bisschen vergrößert zu machen. Ich bin nur gerade am Überlegen, ob ich das nicht direkt splitten möchte von dem Straßentyp her. Ja, dass wir zum Beispiel sagen, dass wir hier so rausgehen. Aber wir machen das auf jeden Fall so. Dass es halt auch ein bisschen anders hier aussieht, dass man hier vielleicht so auf diese Weise, genau so, so rum. Das so machen. Und das hier natürlich dann auch einfach so anschließen. Und vielleicht hier dann nochmal mit so Abbiegern arbeiten. Einfach hier auch eine größere Kreuzung dann haben. Und da gehen wir von der Seite, von der Straße hier aus und gucken mal, dass wir das auch vielleicht nochmal so hinkriegen. Ja. Guck mal, jetzt haben wir hier auf jeden Fall eine große Kreuzung, die wir jetzt erstmal etwas bearbeiten müssen. Wir müssen erstmal hier, wir nehmen mal einen großen Schwung an Zebrastreifen hier weg und gucken, welche halt noch notwendig sind hier am Ende des Tages. Hier nicht. Und ja, ich finde hier tatsächlich sind sie gar nicht so verkehrt. So, das machen wir natürlich weg. Das machen wir weg. Hier lassen wir die Ampel stehen. Wir werden hier den Rechtsabbieger wegnehmen. Machen erstmal grob die Bearbeitungen. Wir werden hier den Linksabbieger wegnehmen. Und an denen Stellen, da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Auf jeden Fall, dass wir hier mal so eine getrennte Straße haben, wäre vielleicht auch ganz schön. Ich glaube, die hat, wenn mich nicht alles täuscht, keinen Parkplatz. Oder doch, die hat einen Parkplatz. Genau wie die hier. Machen wir einfach mal den Parkplatz an sich weg. Und auch hier machen wir das dann natürlich weg. Und hoffen, dass wir hier nicht schon wieder irgendwo eine Ecke vergessen haben. Und mit der Straße gehen wir jetzt durch. Und könnten vielleicht so gesplittet eben weitergehen. Das war so die Idee. Damit halt einfach mal wieder ein bisschen Veränderung im Straßennetz hier passiert.
Genau, und hier gehen wir dann halt so durch und machen hier den Anschluss. So, jetzt bauen wir das hier aber anders. Und zwar gehen wir hier erstmal ein Stück weiter. So. Um den Dreh machen wir das mal so. Gehen hier durch. Jetzt haben wir halt natürlich hier überall den Parkplatz an sich. Den nehmen wir weg. Ich habe überlegt, ob ich das grün werden lassen soll. Hier die Straße. Aber ich glaube, wir nehmen erstmal nur die Parkplätze weg. Man könnte das ja noch ändern. Aber gerade jetzt in einem Schwung hier durchzugehen, ist, glaube ich, ganz praktisch. Und hier machen wir das gleiche wie drüben wieder. Ja, ich habe erst überlegt, ob ich hier unten durchgehen soll, aber das passt leider nicht. Wir machen das hier wieder so, dass wir auch hier dann eben solche Verbindungen, das ist der falsche Snap gewesen, dass man solche Verbindungen hier auch wieder mit reinnimmt. So. So, und dann müssen wir jetzt hier natürlich das gleiche wieder machen. Machen das mal weg. Wir machen hier mal alle Zebrastreifen weg und gucken mal, was wir hier dann daraus vielleicht irgendwann mal kreieren können. Das weiß ich noch nicht so ganz. Und da müssen wir jetzt hier natürlich auch wieder grob einfach mal hier die Sachen hier wegmachen. Den Rechtsabbieger. Und wo war es noch? Linksabbieger. Das scheint diesmal gar nicht gemacht worden zu sein. Hier war der, glaube ich. Ich habe hier, glaube ich, auch eins vergessen. Bin nicht sicher. Nee, es scheint aber nicht so. Müssen wir mal gucken, wie das halt alles dann sein wird. Ah doch, hier war mal. Den Rechtsabbieger habe ich gesucht. Den haben wir nämlich drüben auch schon weggenommen. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz gute Verbindungsstraße, die schon mal ganz interessant aussieht. Dann versuchen wir hier unten an dieser Stelle jetzt mal zu gucken, wie wir hier vielleicht mit den Straßen eine Verbindung aufbauen können. Wir gehen hier mit einer Straße auf jeden Fall nach vorne. Ich glaube, das machen wir allerdings mit der kleinen Straße hier. Die geht tatsächlich bis hierhin und geht hier im Bogen dann durch. Ich bleibe mal etwas vom Wasser entfernt, damit wir da vielleicht ein bisschen aufbauen können. Hier wäre eine Möglichkeit, hier nach oben zu gehen vielleicht. Machen wir erstmal, zack. Und zack. So, in diesem Bereich. Gehen wir hier nochmal ein Stück weiter und verbinden uns hier so hier durch, würde ich sagen. Ja. Kriegen wir hier nämlich so diese Doppelkreuzung hin. Das ist ganz okay. Und von der Seite würde ich hier, glaube ich, irgendwie die Doppelkreuzung hinsetzen. Ich weiß nicht, wir haben halt hier auch nochmal einen See. Da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Ich würde jetzt gerne hier an dieser Stelle dann nochmal abbiegen. Wir gehen hier natürlich etwas mit den geraderen Straßen natürlich auch durch. Wir hätten jetzt hier natürlich die Möglichkeit, in einem Bogen hier durchzugehen. Das wäre halt eine Möglichkeit. Siehst du, das meine ich halt, da können wir halt immer erweitern, wenn wir es halt bräuchten. Wir könnten jetzt hier natürlich an der Stelle mit der Straße hier ganz gut durchgehen. Könnten hier halt entlang bauen. Okay. Das wäre jetzt halt der Bereich, wo jetzt nicht unbedingt dann jetzt hohe Dichte entstehen würde, aber vielleicht niedrige. Wir hätten jetzt hier natürlich die Möglichkeit, dann überall hier einen Mauerteil draus zu machen. Dann hätten hier dann eine größere Fläche, die vielleicht gar nicht so schlecht wäre. Ist halt wieder viel mit dem Geländer, gerade wenn man hier drüben so guckt. Das werden jetzt natürlich nicht so viele Hochhäuser hier werden, aber hier und da, hier oben zum Beispiel, da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ich gucke jetzt gerade mal, wie wir hier vielleicht ein wenig nach vorne bauen und könnten jetzt eigentlich mal schauen, dass wir mit der Mod hier durchgehen und hier wirklich so ein komplettes Mauerteil draus machen. So, wir hätten jetzt halt die Möglichkeit dadurch, hier ganz bequem diesen ganzen Bereich hier einzuebnen. Den machen wir dann hier auf eine Höhe. Kriegen wir hier nämlich nochmal Fläche dazu. So.
Da müssen wir halt gucken, wie wir das Ende dann irgendwie hinbekommen. Aber natürlich soll hier um den Freeway drumherum auch ein bisschen die Sachen bebaut werden, natürlich. Gerade hier. Und dann sind wir hier drüben und haben hier wieder, oder sind wieder ungefähr auf einer Höhe. Hier haben wir so einen Hügel. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Das weiß ich noch nicht. Hier lassen wir auch natürlich den Hügel Hügel sein. Machen das hier auf die Weise. So, das heißt, wir haben jetzt hier natürlich viel Platz und Möglichkeiten, hier natürlich ein bisschen auszubauen. Wir haben hier die Klinik. Ach, wir sind hier angekommen. Guck mal, jetzt kriegen wir hier die Bereiche vielleicht auch ein bisschen aufgehübscht. Müssen natürlich gucken, dass wir von hier unten aus, auch hier nach oben vielleicht, einfach auch von den Straßen her ein paar Verbindungen macht. So, jetzt haben wir hier nämlich wieder diese Straße, die da ins Spiel kommt, die vierspurig ist. Die nehmen wir und machen das jetzt hier wieder so, dass wir ja, gucken, wie wir das hier hinkriegen. Plus 1 ist ja okay. Dann haben wir hier nochmal eine Brücke. Wären dann hier drüben halt mit der Straße, hätten hier nochmal so eine Brücke rüber, was natürlich für Abwechslung hier auch ein bisschen sorgt. Und hier haben wir natürlich den Strommast, der hier durchgeht, wo wir dann natürlich gucken müssen, dass wir da vielleicht ein bisschen Abstand halten, damit das nicht ganz so extrem ist. Jetzt hat man natürlich hier, wie gesagt, mit der Straße zum Beispiel die Möglichkeiten, hier oben einen Anschluss zu machen. Können wir nochmal offen lassen, die Baustelle. Das weiß ich noch nicht, wie ich das machen möchte. Hier würde ich gerne nochmal ein Stück weiter einfach gerade gehen. So, gut. Das ist halt auch wieder so eine Großbaustelle, wo wir jetzt gucken müssen, wie wir das halt machen. Vor allem diese kleinen Inseln hier immer so zu bearbeiten, ist natürlich auch nicht ganz einfach. Man hätte hier zum Beispiel auch ein wenig die Möglichkeiten. Ist halt immer sehr, sehr schwierig, halt mit dem ganzen Straßennetz hier rüber. Da hätten wir hier zwar nicht viel Platz, könnten aber auch was hinbauen, könnten hier so eine Straße rüber bauen lassen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Also ein paar Möglichkeiten hätten wir hier schon. Jetzt würde ich gerne mal kurz den Snap hier rausnehmen. Hier die Verbindung machen, damit die Leute jetzt hier natürlich auch gemütlich dann hier rüberlaufen könnten. Werden sie wahrscheinlich nicht machen, aber sie könnten es. Ja. Und da hat man hier unten natürlich die Möglichkeit eben für die niedrige Dichte wahrscheinlich eher hier am See ein bisschen entlang zu bauen. Wie hier ungefähr. Ja. Und hier oben an der großen Straße, da würde ich gerne hingehen und würde gucken, dass man da vielleicht. Aber warte mal. Okay, wir müssen hier doch eine größere Kreuzung draus machen. Machen das so. Wir werden hier breiter. Ich kann mal kurz das Gelände hier anschauen. Geht hier nämlich runter, das möchte ich nicht. Machen das mal auf die Weise. Wir könnten jetzt hier halt mit der Straße, gehen wir hier jetzt erstmal gerade durch. Und so bekommen wir dann langsam aber sicher Flächen hin. Hier müssen wir natürlich gucken, wie wir das dann machen. Hier werde ich auf beiden Seiten natürlich ein bisschen bebauen. Und hier oben, da wäre jetzt halt die Möglichkeit, auch wieder mit einer Straße durchzugehen und das dann eben als Mauerteil zu machen. Jetzt wird es spannend. Also hier will ich nicht anschließen. Das machen wir nicht. Wir wenn, dann gehen wir von der Seite aus und schließen hier uns irgendwie an und verbinden uns hier wieder nach vorne. Jetzt kommt halt dieses Straßennetz. Hier dann versuchen irgendwie aufzubauen. So. Könnten wir es so auf die Weise machen. Könnten jetzt hier hingehen und natürlich hier dann wieder auch das alles zu einer Mauer werden zu lassen. Dann können wir nämlich unten an sich die Sachen da dran snappen. Aber mal hier ist es halt mit der Schräge. Das sieht nicht so gut aus dann. So. Gut. Und hier rüber gehen wir dann nochmal auf die Weise. Hier machen wir es dann anders. Hier, keine Ahnung, wie ich das mache. Wir lassen mal die Kante so sein, damit ich weiß, was ich hier noch was machen möchte. Jetzt haben wir hier die Straße. Die hat jetzt halt auch wieder viele Parkplätze. Und hier müsste man dann hingehen
hier vorne vielleicht und gehen hier nochmal auf dem Wege durch. Hätten das hier so... Jetzt hat man halt auf beiden Seiten Raster und die wären nicht so hoch. Ich will ja mit Hochhäusern arbeiten, aber ich will ja nicht diese extrem hohen Hochhäuser bauen. Deswegen ist das kleine Raster hier vielleicht gar nicht so verkehrt. Wenn ich jetzt als Beispiel hingehe, das hier so mache. Guck mal, das ist von der Höhe nämlich in Ordnung. Das ist nicht so extrem. Ich glaube, viel höher würde ich dann auch nicht gehen wollen. An diesen Stellen. Ach Gott, ich dachte wirklich, wir haben ein bisschen mehr hohe Nachfrage. Das war es ja dann auch schon wieder komplett. Aber es kommt ja auch hier niedrige und mittlere Dichte mit rein. Deswegen hoffe ich, dass wir das einigermaßen hinbekommen. Ich werde jetzt hier auch... Ich finde, also wie gesagt, die Mod ist natürlich auch angenehm. Da können wir natürlich jetzt auch sehr, sehr viel mitmachen. Wir kriegen hier gerade, wenn man mit Geländebearbeitung hier ein bisschen was macht, doch schon sehr, sehr viel Veränderung hier mit rein, wie man sieht. Hier lassen wir das dann. Und hier haben wir dann das Mauerteil. Das ist, glaube ich, eine gute Sache. Ja, und ich glaube, von der Höhe her... Ja, von der Höhe her geht das auch ganz gut. Ich glaube, die Verbindungsstraße hier ist auch gar nicht so schlecht, die wir hier gebaut haben. An den Stellen, da geht einiges drüber. Wenn man hier mal so schaut, ist da einiges von Verkehr her, was hier dann durchfährt. Jetzt würde ich gerne überlegen, ob wir das mit den Doppelzebrastreifen hier so lassen oder ob wir das wegmachen. Ja, das weiß ich noch nicht. Weil wir könnten hier nämlich auch einen Weg nach oben bauen, als Beispiel. Dass wir hier dann mit einer Brücke irgendwie vielleicht rüber geht auf die andere Seite. Wäre vielleicht auch eine Idee, dann könnten wir die zwischendrin nämlich wegnehmen. Könnten hier dann eben mit der Brücke, könnten mal versuchen, hier eine Brücke aufzubauen. Es ist halt, wie gesagt, wieder nicht ganz so einfach. Wir können das von hier aus dann hochgehen lassen. Gehen wir hier auf, wir gehen mal hier auf 3,5. Gehen wir hier auf 7,5. Dann gehen wir hier rüber. Es geht. Ah doch, geht so. Nehmen wir den hier. Macht der auch. Sehr schön. Dann gehen wir hier. Jetzt ist die Überlegung, wie ich hier dann wieder runtergehe. Mache ich das dann so? Hier runter zu gehen. 3,5. Für mich ist es 3,5, ich weiß 3,75. Dann können wir hier uns so weit anschließen. Ja, das sieht gut aus. Ja, okay. Auch wenn es hier wieder so ein Knick ist, das ist halt immer das Unschöne daran. Aber naja, da muss man halt ein bisschen aufpassen. Da kann ich jetzt halt auch nicht unbedingt was dran ändern. Ah, guck mal, wir haben wieder hohe Dichte. Das heißt hier, da müssen wir jetzt halt Stück für Stück gucken, wo hier hohe Dichte hinpassen würde. Ich würde gerne den ein bisschen höher, genau. So, dann haben wir hier nochmal ein höheres Gebäude. Das ist jetzt halt, das müssen wir mal gucken, wie wir das dann halt am besten hinbekommen. Hier haben wir dann eben diesen Bahnhof, den müssen wir noch ausbauen. Und kriegen jetzt hier natürlich dann auch viel mit mittlerer Dichte hin. Hier vorne zum Beispiel, da würde ich dann auch hingehen. Da würde natürlich mittlere Dichte hinkommen. Da gucken wir mal, dass wir hier dann sehr dicht mit den höheren Gebäuden arbeiten. Machen wir das auf die Weise. Hier geht es dann so über, dass wir das wahrscheinlich einfach nur als Schräge hier machen. Und was jetzt hier, gut, der Zebrastreifen ist eigentlich sehr unnötig. Was wir hier vielleicht machen könnten, wäre halt auch eine Wegverbindung. Wenn ich den Weg mal wieder finden würde. Und könnten dann hier... Soweit hier durchgehen. Gehen hier mal ein bisschen gerade. Und was haben wir denn? 5,6. Das ist eigentlich von der Schräge her ganz in Ordnung, ne? Machen das trotzdem so. Auf die Weise. So, das heißt, wir haben hier nach oben zu. Ist auch wieder eine Verbindung. Und hier unten, wie gesagt, mache ich das dann so, dass wir hier wahrscheinlich mit der niedrigen Dichte ein bisschen am Arbeiten sind.
Weil hier würde mittlere Dichte ja auch zum Beispiel gar nicht hinpassen. Da können wir hier nämlich nochmal eine Straße nach oben setzen. Könnten die hier soweit downgraden, weil hier ist dann wirklich Endstation an den Stellen. Hier hat man jetzt nicht die Möglichkeit, aber zum Beispiel hier könnte man dann auch nochmal so nach draußen gehen. Machen das dann einfach auf die Weise. Hätten hier also auch nochmal ein bisschen Fläche dazu gewonnen. Und das gleiche könnte man dann auch an der Stelle hier versuchen. So, dann hätten wir hier nämlich auch ein bisschen von den Straßen her und hätten auf jeden Fall hier die Möglichkeiten, das Ganze ein bisschen aufzubauen. Jetzt würde ich hier teilweise gerne mit dem kleinen Gewerbe arbeiten. Das dürfte ein Gewerbe werden hier. Das dürfte eins werden. Haben wir das? Und ich überlege gerade, ob ich hier so Reihenhäuser hinsetze. Wir mischen hier wirklich alles. Wir gucken mal, wie weit wir damit gehen können. Oh, mal geht das? Ah ja, okay, das macht er noch. Hier würde ich es nicht machen, da wird es, glaube ich, zu steil. Wir machen hier einen Schwung an Reihenhäuser mit hin und werden hier dann übergehen. Meine Güte. Es ist aber auch tatsächlich seit Release so, dass ich mich durchgehend von diesem Geräusch erschrecke. Wirklich. Das wäre so ein Geräusch, wo ich mir echt sagen würde, ich meine, das Bild springt mir ja schon ins Gesicht. Das Geräusch, das kann man einfach auch ausschalten, so separat. Das hätte ich kein Problem damit. Damit ich mich nicht einfach zwischendurch erschrecke, weil man ist irgendwie beim Spielen, ist man ja doch so ein bisschen konzentrierter. Guckt und überlegt, was man da so am besten machen kann. Und dann springt ja einfach ganz typisch natürlich irgendwo so ein Gebäude entgegen. Man kennt es nicht anders. Aber das machen wir weg. Ne? Und dann noch dieses Geräusch dazu. Toll, da freust du dich natürlich, ne? Da freust du dich natürlich. Genauso wie das, dass der hier nicht reinpasst. Wir machen hier mal den kleinen Spielplatz mit rein. So, kriegen hier jetzt auf jeden Fall dadurch ein bisschen die niedrige Dichte auch mit rein, was glaube ich gar nicht so schlecht ist. Und werden dann hier an der Stelle mal schauen. Da haben wir ja die Kante noch so weit. Haben wir Hochhäuser? Ne, wir haben Hochhäuser nicht mehr als Nachfrage. Der ist nämlich noch nicht voll. Yes. Dachte ich mir fast. Jetzt hat man hier natürlich die Möglichkeit, auch mit der mittleren Dichte ein bisschen zu arbeiten. Das würde nicht passen. Wir machen das mal so, dass wir hier ein Gewerbegebäude mit reinsetzen. Auch hier ein bisschen größeres. Hier haben wir jetzt halt die kleinen. Ist die Frage, ob wir jetzt hier natürlich nur mit den Hochhäusern arbeiten möchten oder ob ich das doch switche vom Raster her. Das hält uns aber erstmal nicht davon ab, hier drinnen nochmal ein bisschen auszubauen. Und einfach zu gucken. Das wird nicht eins. Das wird eins. Perfekt. Lass mal hier die mittlere Dichte ein wenig hinbauen. So. Wie gesagt, die Straße hier, die ist schon irgendwie notwendig, sonst ist der Platz hier zwischendrin ein wenig zu viel. Das lassen wir mal frei. Ich probiere nochmal mein Glück mit dem Spielplatz. Ah ja. Hier haben wir tatsächlich das Glück. Machen das so. Und hier sind halt dann vermehrt ein bisschen die mittlere Dichte als Block. Gut, die mittlere Dichte geht jetzt natürlich auch ordentlich runter, aber das wird sich dann auch wieder einkriegen, dann Stück für Stück. Jetzt haben wir hier das Anwesen an sich, das, was wir freigeschaltet haben. Das können wir natürlich nehmen und können das vielleicht hier mit reinbekommen. Wäre hier vielleicht an der Stelle eine ganz schicke Geschichte. Ja, das ist auch nicht zu weit weg von allem. Das passt. Das ist dann hier so in diesem Bereich ein bisschen mittendrin. Und dann können wir hier, also eigentlich würde ich hier gerne das alles begrünen dann, aber ich glaube, das passt nicht. So, hier machen wir denen hier weiter.
Mal, dass wir hier natürlich auch am Wasser das Ganze ein bisschen aufgebaut bekommen. Hier drumherum eh. Lieber kleinere Gebäude als gar keine. Ist so ein bisschen das Motto. Mal gucken, ob das was werden könnte. Und hier drumherum, da ist halt jetzt die Frage, ob man hier sagt, dass man hier vielleicht einerseits mit einem Parkplatz vielleicht ein bisschen was macht. Und andererseits hier vielleicht auch nochmal, weiß ich nicht, haben wir hier einen Park, den wir noch nebendran machen können, der vielleicht passen könnte. Ja gut, nee, die sind alle zu groß. Wäre halt hier der Park, der hier, der würde halt reinpassen. Den könnte man hier halt auch nochmal dazu nehmen. Und kriegen halt den Bereich dann ein bisschen rausstechend hier mit rein. Machen hier so einen Weg durch und dann können wir das mit den Bäumen vielleicht ein bisschen begrünen. Ich würde allerdings hier hingehen. Doch, lass mal auf der Höhe. Oder eher auf der Größe. Sie von hier nicht zu nah beieinander bauen. Meine Güte, was ist denn jetzt los? Nächste, damit habe ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, war es schon vorbereitet. Bin nicht so erschrocken. Da habe ich mich jetzt nicht so erschrocken. Machen wir das nochmal weg. Machen wir zwei, genau. Hier geht die niedrige Dichte dann auch nochmal durch. Zack. Da können wir dann mal gucken. Das, was wir gerade freigeschaltet haben, ist natürlich sehr gut für Arbeitsplätze. Da ist natürlich dann einiges möglich. Das müssen wir uns merken. Dass wir das vielleicht irgendwo in die Industrie oder Richtung Industrie dann bauen. Da ist dann. Kann man ordentlich was mitmachen. Jetzt haben wir hier zweimal genau das gleiche Gebäude. Es ist immer so toll. Naja, gut. Es ist halt ein Gebäude, ja. Gehört halt zueinander. Wie gesagt, die hohe Dichte, die kehrt dann zurück, wenn hier das Gebäude ein bisschen voller ist. Da können wir jetzt momentan das, glaube ich, nicht unbedingt beschleunigen. Aber ich möchte jetzt hier in diese Bereiche halt mehr mit der hohen Dichte machen. Deswegen fangen wir hier vorne schon mal ein wenig an. So, und ich werde jetzt hier vorne an den Stellen auch mal gucken, dass wir hier dann die ganzen Sachen vielleicht ein bisschen begrünen, dass hier auf jeden Fall dann auch schon mal die Bäume etwas platziert wurden. Leider sind wir an der Hauptverkehrsstraße noch nicht so weitergekommen, weil eben einfach die hohe Dichte momentan ein bisschen am Fehlen ist. Wir brauchen jetzt erstmal wieder diesen Einzug, damit die Leute hier endlich ankommen, die Gebäude sich füllen. Ich überleg gerade, warte mal, wir gucken mal, das ist nur unbesetzte Gebäude, dass die hohe Dichte gerade hier nicht gebaut werden kann. Das ist am Anfang natürlich immer ein bisschen holprig, es dauert ewig, bis man dann einfach mal ein paar Hochhäuser mehr bauen kann. Umso größer die Stadt wird natürlich, umso einfacher wird das auch alles, aber gerade mit solchen Einwohnerzahlen, da dauert das halt ewig, bis dann hier das soweit endlich mal aufgebaut ist und nicht aufgebaut, sondern halt befüllt ist dann auch, ne? Jetzt würde ich gerne hier oben an der Stelle, ich hätte gerne nämlich hier auch noch mal ein Gebäude mit hoher Dichte irgendwie. Ah, hier ist es schwierig. Durch das, dass wir hier natürlich mit dem Rand Probleme haben. Das ist natürlich, ich wollte hier nämlich unten, ich will hier nämlich so eine Schräge machen eigentlich. Das wäre so die Idee. Und hier oben soll halt auch auf jeden Fall nochmal hohe Dichte entstehen. Ich werde jetzt aber hier erstmal gucken, dass wir hier dann drei Stück sogar. Ja, zwei wäre mir lieber gewesen. Ja, Dankeschön. Lass mal gucken, wie weit wir hier gehen können. Ich glaube, das ist schon das Maximum auf jeden Fall hier. Damit man hier das mit der Schräge noch einigermaßen hinbekommt, so ungefähr. So soll das werden. Und dann sollen da natürlich auch nochmal Bäume entstehen, die halt dann hier zwischendrin dann einfach ein bisschen für die Trennung sorgen. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Was haben wir hier? Okay, das sind momentan einfach die Leute, die einziehen. Okay. Ja. Ich glaube, das mit der getrennten Straße ist eine ganz coole Sache. Auch gerade mit dieser Brücke hier rüber finde ich auch ganz interessant. Ich hoffe, sie wird dann auch früher oder später genutzt. Wir können jetzt, weil wir ja die Brücke haben, könnte man hingehen. Könnte ich hier auf jeden Fall die Zebrastreifen hier zwischendrin wegnehmen. Hier nochmal einen Parkplatz wegnehmen. Da müssen wir jetzt halt immer Stück für Stück dann gucken, wie was hier passt. Wie weit wir hier mit den Zebrastreifen entfernen, dann kommen.
Warte, hier an den Stellen, da können wir auch noch mal ein bisschen durchgehen und einfach mal den einen schrägen wegnehmen. Das ist, glaube ich, nicht so das große Problem. Jetzt hätten wir natürlich auch hier die Möglichkeit. Oh, wir könnten Bürogebiete auch hier erhöht bauen. Das heißt, da hätten wir die Möglichkeit auf Hochhäuser. Könnte das so machen. Das könnte wahrscheinlich zu groß werden. Und das werden zwei. Werden das immer zwei? Ja. Es werden immer zwei. Das werden aber als eins. Wir machen das hier anders. Wir machen das hier. Machen das weg. Wir machen das. Ah, es wird das gleiche Gebäude wie drüben. Aber ich mache das komplett weg. Mache wenn dann hier. Das ist immer wieder zu nah, ne? Das ist eine schwierige Stelle hier. Gerade jetzt, wo die hier drüben natürlich auch noch mal ein bisschen mit aufschütten. Das ist alles nicht mehr ganz so einfach, das irgendwie einigermaßen hübsch hinzubekommen. Ja, der wird halt genauso wie der drüben und das werden halt zwei Stück. Nochmal halt hier zwei Stück rein. Ja. Weiß halt nicht, wie wir es anders machen könnten. Der wird dann auch wieder ein bisschen höher. Hätten wir hier Büro und hätten halt trotzdem die Schräge an sich. Das ist, glaube ich, einer der Punkte, die gar nicht so unwichtig ist. Deshalb kriegen wir nämlich die Schräge einigermaßen hübsch auf jeden Fall hin. Sodass hier dieses Aufgeschüttete größtenteils wegfällt. Genau das ist das Ziel. Das so zu machen, um dann jetzt hier, das können wir jetzt gerade mal schnell noch machen, hier die Bäume dann eben reinstellen können. Bäume setze ich mittlerweile wieder komplett einzeln. Da bin ich irgendwie wieder von dem Brush weg. Keine Ahnung. Irgendwie meint es wieder ganz gerne hier so. Ist irgendwie ganz angenehm. Außer die Steine, die setze ich immer noch im Brush. Steine setze ich immer noch im Brush, ja. So, guck mal, dann haben wir hier nämlich die Schräge. Können diese unschönen Stellen, die dann immer mal wieder hier zum Vorschein kommen, einfach vertuschen. Dann hätten hier dann eben sowas. Dann hätten wir hier auch wieder diese Höhenunterschiede. Das ist eben das, wo, glaube ich, ganz gut aussieht. Das müssen wir mal schauen. Ein Krematorium wäre halt eine Idee. Das wäre vielleicht für hier drüben, in dem Bereich vielleicht was. Das weiß ich noch nicht. Wir brauchen auf jeden Fall hier hinten irgendwo was. Man merkt das. Wir haben hier von den Friedhöfen ist hier halt hier was. Das war's größtenteils. Ein Friedhof wäre hier dann trotzdem zu groß. Aber wir haben ja überlegt, ob wir hier auf diese Insel dann einfach was bauen können und dann nehmen wir hier einfach das Krematorium. Ist, glaube ich, eine schöne Stelle dafür. Könnte sogar zwei Stück dahin bauen. Vom Platz her. Machen das einfach mal hier ein bisschen größer. Bauen nämlich jetzt erstmal die Gebäude. So. Und werden jetzt hier versuchen, natürlich die Verbindung hier nach vorne aufzubauen. Machen das so. Da ist wieder diese Mauer, genau. Das ist leider nicht so gut. Ja, ich weiß ja, Probleme. Das tut mir sehr leid, aber ich bin dabei. Wir müssen erstmal einen Kompromiss mit dem Fluss finden, dass wir hier nicht irgendwie einen Staudamm bauen. Ah, das ist so nervig. Könnte das so machen, das wäre aber halt auch auf 5, irgendwas von der Höhe. Wir können hier dann halt wieder komplett runtergehen. Ja, das sieht halt.
Ich sag dazu nichts. Ich sag dazu einfach gar nichts. Was haben wir hier? Ah, der Einzugsverkehr. Verstehe. Es ist halt einfach schwierig. Wollen wir nicht drüber reden. Kleinere Straßen bringen uns hier auch nicht viel weiter, ne? So. Okay, hier macht er das jetzt so. Guck mal, jetzt sind wir auf minus 0,1. Jetzt haben wir immerhin die Brücke mal ganz gut hinbekommen. Jetzt dürfte das mit dem Knick nämlich nicht so extrem sein, hoffe ich. Ja, okay, das Wichtige ist halt einfach, dass der Staudamm da nicht gebaut wird. Jetzt hat er aber Staudamm, wenn da halt dieses Mauerteil entsteht. Das muss halt wirklich nicht sein. Dann hätten wir hier nämlich, glaube ich, eine ganz schöne Stelle. Wir haben ja eh genug Geld, da können wir eh alles rauswerfen an Geld, was wir haben. Mal kurz gucken. Machen wir mal so. Ach, das gibt's doch nicht. Genau, und hier könnte man dann nochmal ein Stückchen weiter hier rausgehen vom Gelände. So. Machen das hier einfach so auf die Weise und können dann hier über das Tool das wieder ein bisschen zur Insel werden lassen. So. Ja, ich glaube, das ist ein schöner Ort dafür. Dann werden wir hier auch nochmal mit einem Parkplatz arbeiten. Der ist, glaube ich, ein bisschen zu mächtig. Der baut hier ein bisschen die Verbindung immerhin wieder auf. Machen wir hier einen Parkplatz hin und sonst, glaube ich, machen wir hier drüben nichts hin. Außer, dass wir natürlich hier wieder ein paar Bäume setzen und gucken, dass wir diesen Bereich hier etwas befüllen. Diese Insel. Dass wir das halt ein wenig so, ja, komplett umschließen mit den Bäumen. Hier haben wir ja auf der anderen Seite, können wir dann direkt nochmal das mitmachen, weil da bauen wir ja nichts mehr hin. Ich würde ja gerne so Türme haben, wie eben auch hier zum Beispiel fürs Internet, die halt dann keine Straßenanbindung brauchen. Das fände ich tatsächlich eine ganz schöne Sache, weil gerade so Türme, die man einfach irgendwo in die Botanik setzen kann, die wären für solche Bereiche, für solche Inseln ganz cool, wenn man das irgendwie halt anders anschließen könnte. Das ist halt, ja, allerdings momentan nicht ganz so möglich. Habe ich im ersten Teil schon vermisst, da gab es aber Mods, dass man das, glaube ich, mit so Wegen dann irgendwie verbinden konnte. Das heißt, dass die Wege auch so eine Art Raster dann gebildet haben. Das war ganz gut, dass sie so ein bisschen als Straßenanschluss waren. Wir haben ja hier zum Glück schon mal, das ist ganz gut, hier die kleineren Straßen. Also diese ganz dünne, die passt halt auch eigentlich ganz gut dazu. Aber ja, trotzdem wäre es ganz cool, wenn man dann halt hier irgendwie nicht unbedingt eine Straße benötigen würde, weil hier jetzt gerade mit der Verbindung hier macht es natürlich Sinn. Aber hier drüben hätte ich jetzt gern so einen Turm hingesetzt, den wir jetzt dadurch halt nicht setzen können. Aber was wir halt haben, ist jetzt hier auf jeden Fall auch für die Verstorbenen im Bereich. Ich würde auch gerne mal so einen Friedhof mit einem Krematorium drumherum so ein bisschen bauen. Aber ich finde halt hier an diesen Rändern, da passt es halt nicht unbedingt, dass wir hier jetzt auch nochmal so ein riesen Friedhofsgelände bauen. Das ist halt hier ein bisschen ungünstig. Vielleicht am See ist eigentlich schon ganz schön. Könnte man das mal überlegen. Aber hier gerade in Verbindung mit der hohen Dichte ist das natürlich alles jetzt nicht ganz so toll. Jetzt müssen wir hier eigentlich noch diese Verbindung schaffen, dass wir die auch haben. Und wissen, wie die halt aussieht. Wir könnten, das ist halt die Frage. Also hier ist so die Brücke an sich, sieht schon mal ganz gut aus. Da können wir hier halt gerade nach oben anschließen und mit der Straße dann halt hier unten anschließen. Das wäre eine Sache. Wir hätten sonst, glaube ich, nicht so die Möglichkeit. Das könnte man halt mit dem Gelände dann ein bisschen ändern.
Na gut, wir machen das mal so, dass wir hier natürlich auch schon mal ein bisschen nach oben gehen. Genau, dass er hier diese Schräge anfängt. Und dann gehen wir hier nochmal das restliche Stück natürlich nach oben. Wir hätten hier das so als Verbindung. Guck mal, das sieht halt dann so aus und schön ist es nicht. Ja, das dachte ich mir nämlich fast. Schön ist es wirklich nicht. Ich finde das halt ein bisschen zu mächtig als Verbindung. Das können wir so nicht machen. Ein Bogen bringt auf jeden Fall ein wenig Abwechslung immer mit rein. Wir probieren mal was. Wir gehen hier mal auf die 5 und verbinden uns hier dann so nach oben. Dann können wir hier mit dem Gelände nochmal schauen, dass wir hier diese Höhe noch mit reinnehmen. Hier rüber. Ah, da ist die Stütze wieder. Jetzt gucke ich gerade mal, ob wir das vielleicht jetzt hier hinkriegen, dass wir ein Mauerteil drunter setzen. Ja, dann vertuschen wir das alles. Keiner gesehen, was da ist. Falsch. Dann machen wir das hier auf die Weise. Dann haben wir hier zu diesen Masten auch ein bisschen eine Abgrenzung und haben hier gleichermaßen dann auch das, glaube ich, ganz gut umgesetzt. Ja. Und jetzt würde ich hier natürlich, ich überlege immer, ob ich dann so Mauerteile mache, aber hier lohnt sich das tatsächlich nicht. Dann haben wir hier nochmal eine weitere Verbindung, was ja nie so schlecht ist. Ja, wir gehen mal hier ein bisschen runter so. Machen das hier halt ein bisschen schräg. Das sind so Gebiete, die brauchen halt alle ein bisschen. Da werden wir auch noch mal eine längere Zeit am Rumbasteln sein und gucken, wie wir das natürlich machen können. Aber hier könnte man dann den Anschluss so machen. Wir hätten jetzt hier natürlich die Möglichkeit, das hier so enden zu lassen. Und natürlich machen wir das hier erstmal dann hier weg. Falsch. Obwohl, den lassen wir. Und machen jetzt halt hier mit der kleinen Straße. Die könnte man halt dann erstmal hier so nach oben verbinden und dann geht die hier zum Beispiel weiter durch. Geht vielleicht nochmal hier nach vorne. Dann hätte ich hier dann halt auch nochmal ein bisschen was. Ja, gut. Also auf jeden Fall sieht das hier schon mal ein bisschen besser aus. Nicht so mächtig, was auch wichtig ist. Hier drüben haben wir dann auch nochmal die Möglichkeit. Machen das erstmal nur so. Und hätten jetzt hier auf jeden Fall die Verbindungsstraße neu hinzugefügt. Somit dürfte dann auch die Bereiche hier nicht alle hier rüberfahren. Ja. Das sollte verkehrstechnisch jetzt ein bisschen besser werden. Wir gucken mal ganz kurz in die Verkehrsstatistik. Wir sind halt immer noch unter 60. Das ist halt schon hart. Da sind wir am Werkeln dran, dass das auf jeden Fall wieder drüber geht. Hier müssen wir mal kurz durchgucken. Ja. Die rote wird erweitert. Ich überlege, ob ich die hier wegmache und mit der roten erweitere. Ob das vielleicht eine Sache wäre. Es sind leider wieder Taxis hier überall unterwegs, habe ich gerade gesehen. Ja. Die kommen jetzt wieder durch den Einzug. Ich habe eigentlich eine neue Mod. So, wo halt auch ein bisschen verhindert, dass hier die Hunde unterwegs sind. Also nicht nur Dogs, sondern der heißt, glaube ich, Game Light Booster, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, der bringt so Funktionen mit rein und hat unter anderem auch mit reingebracht, dass hier die Taxis nicht mehr unterwegs sind, sondern dass es wieder über die Autos funktioniert. Aber das ist wieder raus, leider. Das ist irgendwie, Teile sind dann nur für neue Spielstände gedacht. Bin mal gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt. Das soll einfach für die Performance da sein, um bisschen mehr CPU-Leistung auch zu haben und unnötige Dinge, was die CPU belastet, dann rauszunehmen. Genau das gleiche halt auch für die Grafikkarte und deswegen habe ich den mal abonniert. Vor allem, weil ich dann dadurch die No-Docs-Mods einfach rausnehmen konnte und durch die ersetzen konnte, die ein bisschen mehr Funktion hat. Und schauen wir mal an, wie das Ganze funktioniert. Und da hat man uns sehr gefreut, eben im Livestream auch, dass wir hier dann eben endlich die Möglichkeit haben, die Taxis, was ja über außerhalb dann extrem viel reinkommt, dass sie weg sind, ja, und dann jetzt einen Tag später wurde das dann halt einfach wieder gepatcht und ist anscheinend eine Funktion, die wieder rausgeflogen ist oder halt nur für
ja, neue Spielstände dann gedacht ist. Aber es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Also wir hatten die Taxis auf jeden Fall komplett weg. Aber mal gucken, ob das hoffentlich wieder mit reinkommt. Weil die Sachen, wenn die von außerhalb so viele Taxis da reinfahren, ist ein bisschen ungünstig immer. Das finde ich persönlich nicht ganz so hübsch. Aber müssen wir auch mal gucken. Auf jeden Fall, das sieht, glaube ich, ganz nett aus, hier dieser Bereich. Mit der Buslinie und so weiter, da müssen wir halt mal gucken, wie wir das machen. Aber da wird man auch irgendwie nochmal die soweit überarbeiten. Wir haben die letztes Mal ja erst gesetzt. Gucken wir mal eben, dass wir da vielleicht durch die rote das ersetzen, wäre so meine Idee. Auf jeden Fall hier, gerade mit den Hochhäusern, beginnt das langsam. Und sieht doch ganz schön aus, wie diese Bereiche sich hier so langsam aufbauen. Wir haben hier viele leere Bereiche natürlich noch, aber gerade so, dass man so ein bisschen sieht, wo man heute gearbeitet hat, wie sich das entwickelt hat. Ich glaube, das ist ganz cool, vor allem, weil wir hier auch mit dem Gelände ganz gut gearbeitet haben. Können wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Wir haben ja jetzt auch wieder die Nachfrage nach der hohen Dichte. Das heißt, das ein oder andere Hochhaus kriegen wir jetzt hier auch wieder mit rein. Möchte halt vermehrt dann Richtung Bahnhof auch ein bisschen mit den Hochhäusern arbeiten, dass halt natürlich die Zuglinie vielleicht auch einigermaßen gut benutzt wird und dass halt um die Bahnhöfe drumherum vielleicht auch so ein bisschen Knotenpunkte entstehen mit anderen öffentlichen Verkehrsmitteln. Da müssen wir mal schauen, wie wir das Stück für Stück hinbekommen. Und möchte auch schauen, dass wir ziemlich bald dann auch Straßenbahnen mit reinbekommen und gucken, wie wir die vielleicht gut mit einsetzen können. Auf jeden Fall haben wir jetzt heute nochmal mit Verbindung ein bisschen was gemacht. Das heißt, die Leute kommen von den verschiedenen Gebieten besser in die anderen. Also es läuft nicht alles über ein, zwei Zufahrten, sondern das werden momentan ein paar mehr. Ich bin mal gespannt, wie gesagt, wie das sich verkehrstechnisch ein wenig entwickelt, auch wenn jetzt mal eine richtige Outside-Connection nochmal dazukommt, ob das dann verkehrstechnisch vielleicht ein wenig dafür sorgt, dass es etwas besser läuft, weil unter 60 finde ich heftig, könnte aber wie gesagt daran liegen, dass wir halt vielleicht auch nur eine Outside-Connection haben oder vielleicht an verschiedenen Bereichen, die in der Stadt noch sind, da müssen wir halt Stück für Stück gucken, aber ich möchte gerne gucken, dass wir da ein bisschen auf jeden Fall wieder drüber kommen, aber das ist halt so ein laufender Prozess, das geht halt nicht so wie im ersten Teil, dass man dann einfach, ja, guck mal, das bearbeiten wir und sehen direkt, was da passiert, sondern hier ist halt durch den Rush-Hour-Verkehr, ist es halt nicht immer so, dass viel Verkehr unterwegs ist und deswegen müssen wir halt dann immer wieder die verschiedenen Tage abwarten und gucken halt, wie es eben dann weiterhin läuft. Ja, deswegen ist es so ein laufender Prozess, wo man dann halt sagen, wir bearbeiten ein paar Dinge, so wie letztes Mal dann auch die Kreuzung und gucken jetzt einfach mal, ob da nochmal mehr Stau unterwegs ist oder mehr Verkehr und ob das halt dann vielleicht funktioniert. Das müssen wir halt sehen, dann Stück für Stück. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der heutigen Folge. Es wäre sehr lieb von euch, wenn ihr hier natürlich eine Bewertung dalassen würdet für dieses Video. Und natürlich könnt ihr gerne auch den Kanal hier kostenlos abonnieren und das Glöckchen aktivieren, um keine Videos mehr hier zu City Skylines 2 zu verpassen. In dem Sinne, ich wünsche euch was, macht es gut, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!